Was machen wir? Das Problem ist, die Sonne geht gerade unter. Und das ist ein bisschen problematisch, wenn ich ehrlich sein soll. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Jetzt laufe ich wahrscheinlich total in die falsche Richtung. Wo ist eigentlich mein Waypoint? Freunde, wir haben ein Problem. Was ist das da hinten für ein Berg? Schauen wir uns den mal an. Ich glaube, wir sind von da hinten gekommen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Doch, natürlich. Da geht immer die Sonne unter. Das heißt, wir müssten eigentlich von da hinten gekommen sein. Aber wir werden jetzt einfach die Nacht ein bisschen rumlaufen. Ich hoffe nur, dass uns jetzt da vorne nicht irgendwas in die Lava schubst. Das wäre natürlich gar nicht geil. Hui, Seerose. Können wir sowas eigentlich mitnehmen? Dass wir das vielleicht irgendwo an den See oder so klatschen? Ja, wunderbar. Das ist aber ziemlich random, ob die hier oben noch so eine kleine Blüte generieren, oder? Ach, wir können uns da draufstellen. Sehe ich das richtig? Das ist ja nice. Coole Sache, alles klar. Ich würde sagen, da nehmen wir uns so ein paar mit. Für später dann. Wenn wir uns so irgendwie einen wunderschönen See oder so basteln. So, dann nehmen wir dich mit, dann nehmen wir euch mit. Gibt ja einige hier. Und es soll ja in den Sümpfen jetzt auch neuerdings so kleine Hexenhäuser geben, wo nachts eine Hexe spawnt. Und da hinten sehe ich einen Slimy. Woo. Da kriegen wir unsere Slimeballs. Wir brauchen noch fünf Slimeballs. Fünf Stück Slimeballs. Müssen wir gucken, ob wir da was bekommen. Ja, du bist ein braver Slime. Hey, nicht angreifen. Ich habe ja nichts getan. Hoppala. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. So, dich auch tot. Dich auch tot. Greifen die mich an? Was ist denn los? Ich habe ja doch nichts getan. Boah, kommen da viele Slimeballs raus. Wahnsinn, jetzt haben wir schon 16. Oioioioioi. Man kann es aber auch über 28 Slimeballs. What? Damit können wir uns ja eine Mega-Farm basteln. Ist das jetzt ernst gemeint? 28? Oh, hallo Creeper. Okay, alles klar. Nehmen wir ihn noch mit? Ich würde sagen, wir killen ein paar Monster. Level 31, das kann definitiv besser werden. Das heißt, wir können noch ordentliche Erfahrungspunkte bekommen auf dem Heimweg. Ja, kommt mal her. Kommt mal her, kommt mal her. Kommt zu Papa. Hey! Freundchen, so geht's aber nicht. So, alles klar. Und dich auch noch. Pam. Easy going. Oh, da sind noch mehr Slimes. Ich würde sagen, wir nehmen einfach alle mit. Hey. Sei mal nicht so aggressiv, mein Freund. Ich habe dir nichts getan. Wahnsinn. Oh, da sind echt extrem viele Slimes. Da kriegen wir ja ungefähr 20 Stacks voll. Ich sehe gerade, da habe ich ein Erfahrungskügelchen vergessen. Das ist natürlich wertvoll. Das gibt uns ordentlich Erfahrung. Und wir können keine Knochen mitnehmen. Machen wir mal das Rotten Flash weg. Das braucht ja kein Mensch, diesen groben Mist. So, da hinten waren die Slimes, oder? Oh, wo sind die jetzt hin? Sind die despawned? Nee, hier vorne sind sie, alles klar. Uiuiui. Da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. Alter, chill dich mal. So, alles klar. Da hinten habe ich gerade 20 Skelette gesehen. Das ist vielleicht nicht so klug, da hinzulaufen. Und da vorne ist auch noch einer. Okay. So, hier kriegen wir sicher jetzt auch wieder 20 Slimeballs raus. Uiuiui. Uiuiuiui. Alles klar. So, die wollen so ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Den Wunsch erfüllen wir ihnen natürlich gerne. Pam, 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 pam. Aber da gehen echt extrem viele Slimeballs raus. Das ist der Wahnsinn. Da können wir wirklich 2 Millionen Sticky Pistons basteln. Vorne sehe ich auch noch einen. Ich will ja nichts sagen, aber Slimes waren doch mal total rare. Und jetzt gehen sie hier voll ab. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist noch ein Zombie-Mann. Den nehmen wir natürlich auch mit. Pam. Hoppala. Pam. Hoppala. Pam. Wahnsinn, wie die uns alle angreifen. Warum sind die denn alle so aggressiv? Haben denen nun nichts getan? Wahnsinn.
So, da sind noch ein paar. Da sind noch ein paar Erfahrungskügelchen. Machen die einem eigentlich Schaden oder greifen die einen nur so an? Also stupsen die einen quasi nur so an, wie bei Facebook. Ich glaube, die machen auch Schaden, oder? Und da es ungefähr 2 Millionen von denen gibt aus einem großen Slime, geht, glaube ich, auch mein Schwert ziemlich schnell kaputt. Wahnsinn. Krasse Scheiße, wir können hier wirklich 2 Millionen von den Slimeballs sammeln. Vielleicht sollten wir das auch machen, bevor das wieder aus dem Spiel rausgenommen wird und wir dann wieder ewig Slimeballs suchen. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, wo unser Haus ist. Ah ne, das waren die, okay, wir müssen da lang. Alter, ist das Viech laut. Wir müssen da lang, weil da waren diese Extreme Hills, die wir ja damals auch mit einem Waypoint markiert hatten. Uiuiui. Das sind viele, das sind viele, das sind viele. Alter, hör mal auf damit. Aber dieses Gegner anzünden, das ist schon ziemlich nützlich. Oh, jetzt kommt da dieses... Die Spinni schon wieder. Na, okay, die werden wir nicht los. Dann greifen wir sie einfach Pam an. Und nochmal Pam, sehr schön. Muss ein bisschen Erfahrungspunkte, alles klar. Und ab auf die Slimes. Wow, die greifen einen tatsächlich an. Warum sind die denn so aggressiv? Ich mach denen doch nichts. So, dich und dich. Dich und dich. Und dich und dich. Und Baby und dich auch. Och Gott, ist das süß. Och, ist das goldig. Aber wir müssen euch trotzdem alle töten, weil ihr wisst ja... Erfahrungspunkte und Slimeballs und so. Also so wie es ausschaut, mache ich mein Diamantschwert heute an den Viechern kaputt. Das ist ja der Wahnsinn, wie viel es davon gibt. Vor allem, wo kommen die her? Jetzt ist hier schon wieder eins. Wahnsinn. Kann man die vielleicht auch züchten, indem man irgendwie... Ja gut, ich meine... Das ist ja im Prinzip auch nur normales Gras. Das heißt, man kann nicht irgendwie einen Sumpf anpflanzen oder so. 33, okay. Da hinten sind noch ein paar Babys. Die nehmen wir auch noch mit. Bam! Und... Oh, beide tot. Alles klar. Dann habe ich da vorne noch einen gesehen. Den nehmen wir vielleicht auch noch mit. Aber dann wirklich zurück nach Hause. Oh, da sind sogar zwei, okay. Nehmen wir mal hier Zombie-Mann mit. Und rechts, die Spinne habe ich natürlich auch gesehen. Keine Sorge, ich bin ja nicht blind und so. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Lieber. So, sehr schön. Und euch beiden auch nochmal. Und dich auch nochmal. So, wunderbar. Ich würde aber sagen, langsam reicht's, oder? Nehmen wir noch den Großen da in dem Wasser mit und dann hat sich das aber auch. Bam! Krass, wie viel Slimeballs hier rumliegen. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das nur, weil wir den Großen einmal gebasht haben? Da ist einiges rumgeflogen, glaube ich. So, ein bisschen atmen. Und wieder rein. Oder liegen die Slimeballs einfach so im Sumpf rum? Ich weiß das nicht. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall sind die Viecher laut. Und machen sich irgendwie gegenseitig kaputt, so wie es ausschaut. Ich glaube, die sind noch ein bisschen buggy teilweise. Und wir können die gar nicht mehr aufheben. Dann schmeißen wir mal weg das Gunpowder. Das brauchen wir ja nicht. Dynamit und sowas ist eh nicht meins. So, fix atmen. Und es wird wieder Tag. Eieieiei. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. Auch wenn ich jetzt noch einen Slime erblicken sollte, da hinten oder so. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt, what the fuck, 2,5 Stacks Slimeballs fast. Das ist ja der Wahnsinn. Das reicht erstmal für eine lange, lange Zeit. Oder nehmen wir die beiden auch noch mit? Die stehen da gerade so nett. So, das da unten ist ein Skelett. Alles klar. Hallo, Slimchen. Bam. Bam, bam, bam. Dich auch, dich auch und dich auch und dich auch. Sehr gut.
Kommst du einmal her. Du auch noch. So, alles klar. Und der andere war hier vorne irgendwo, gell? Essen wir mal nochmal ganz fix was. Oh, wir haben nichts mehr zu essen. Da vorne ist er, alles klar. Pam. Pam, pam, pam. Und dich auch noch. So, alles klar. Das soll es aber auch gewesen sein. Ich meine, wir brauchen es jetzt nicht übertreiben. Wir haben tatsächlich 2,5 Stacks Slime Balls. Das ist der Wahnsinn. Da können wir hier eine ganze Atomfabrik damit basteln. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Wir werden uns auf jeden Fall wieder einen Wegpunkt bei uns am Haus setzen. Ich weiß nicht, warum das dauernd resettet wird. Das regt schon so ein bisschen auf, wenn ich ehrlich sein soll. Weil normal, wenn Minecraft geupdatet wird und man die Mods rein installiert, dann sind ja die Mod-Files eigentlich noch im Stammverzeichnis drin. Das heißt, die Dateien, die zum Beispiel die Koordinaten speichern, die sollten eigentlich nicht gelöscht werden. Beziehungsweise dann auch von der neuen Version wieder erkannt werden. Dementsprechend finde ich das ein bisschen komisch, aber gut. Das ist, glaube ich, unser Baum vom Haus, oder? Osten? Doch, tatsächlich. Wir sind da hinten gestartet und sind damals nach Norden gelaufen. Und im Osten geht die Sonne auf. Im Norden nimmt sie ihren Lauf. Nee, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Das heißt, wir laufen jetzt einfach Richtung Osten. Da ist ja auch unser Häuschen. Wunderbar. So. Hoppala. Dann würde ich sagen, basteln wir noch die letzten Pistons und dann müssen wir mal gucken, was wir heute noch so machen. Oh, unser Haus schaut schon schön aus. Wenn wir jetzt hier noch bei den Glasscheiben Connected Textures hinbekommen würden, das wird, glaube ich, richtig nice ausschauen. Schauen wir mal, ob ein bisschen was auf unserem Feld gewachsen ist. Ich glaube zwar nicht, weil wir out of range waren, beziehungsweise nicht in diesen 81 Chunks, die normalerweise immer geladen sind um einen rum. Beziehungsweise die 80 Chunks, man ist ja in dem mittleren von den 9x9 Chunks drin. So, lagern wir das Zeug mal ein. Die Seerosen würde ich, denke ich, mit hier in die Crab-Truhe packen. Haben wir da schon welche? Nee. Slimeballs, 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 Wahnsinn. Einfach der helle Wahnsinn, das ist so extrem viel. Wie viel brauchen wir? 5 brauchen wir noch, gell? Basteln wir mal fix welche. 7 Pistons haben wir noch, sehr gut. So, einmal so und einmal so und einmal 5. Alles klar, wunderbar. Und jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich noch irgendwas zu essen besorge. Das geht ja so gar nicht. Ja, wir basteln uns noch so ein paar Brote. Ich würde sogar sagen, dass wir alle 33 benutzen. Haben wir 11 Brote und das ist dann wunderbar. So, 2, 3, 11, einmal dahin und einmal ordentlich mampfen. Guten Appetit! So, wunderbar, dann ab zu unserem Feld und auch die letzten Sticky Pistons gesetzt. Habe ich noch Erde? Ich habe noch Erde, weil wir müssen ja noch Erde draufsetzen auf die Pistons. Ui, da ist ein Schwein. Habe ich das da reingebracht? Oder ist das da selber reingelaufen? Oink, ja, wunderbar. Wir werden uns auf jeden Fall noch eine Schleimfarm, wollte ich schon sagen, eine Schweinefarm basteln. Oder eine Kuhfarm, dass wir halt ordentlich was zu essen haben. Habe ich noch genug Samen? 36, Vielleicht haben wir da oben in der Kiste noch welche, ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal mit dem 1,5... Ah ja, sehr schön, das sollte ja klappen. So, einmal die Hoe weg. Dann würde ich nämlich gerne auch das andere Feld hier drüben voll machen. Nee, wir brauchen sogar nur noch 4, okay. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Und hier müssen wir noch Wasser reinfüllen. Nehmen wir unsere Eimerchen. 1 und 2. Und 2 sollten eigentlich genügen, gell? Dann machen wir das in der Folge auch noch ganz fix. So, dich und dich. Und dann pflanzen wir einfach hier noch die anderen Felder voll. Und dann sollten wir, denke ich, ab jetzt auch immer genug zu essen haben. So, einmal hier, einmal hier, einmal da und einmal da. Wunderbar! Ich bin soweit zufrieden. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, so ging das. Aber vielleicht sollte ich das so rum machen. Da habe ich jetzt eins vergessen. So, tatsächlich, wir haben endlich eine gesicherte Nahrungsquelle. Das ist wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr. So, dann laufen wir. Na gut, jetzt muss ich springen.
Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Nee, schaut sogar gut aus. Okay. Nee, mach mal das so. Na, da noch. Also irgendwie bin ich heute beim Zielen nicht so extrem gut. So, einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. Ich hatte ja erwähnt, dass ich, das hatte ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt, dass ich eventuell hier den Abfluss anders lösen möchte, dass ich das irgendwie im Lager einbringe. Auch da, wenn ihr Ideen habt, dürft ihr mir das gerne zukommen lassen. Das würde mich interessieren, wie ihr das umsetzen würdet. Weil irgendwie... Oh, wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen mehr. Hätte ich eigentlich gleich alles einpacken können. Wie gesagt, ich würde das gerne anders haben. Eventuell können wir das Feld auch irgendwie zwei Ebenen weiter hochziehen. Und dann die zwei Ebenen entfernen, dann hätten wir hier eine einigermaßen anständige Höhe und könnten das hier vielleicht irgendwie ins Lager befördern. Haben wir einen Enderman im Haus? Schauen wir auch gleich ganz fix hier noch das Feld bestellen und dann gucken wir mal fix ins Haus rein. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Enderman im Haus. Das wäre natürlich nicht so geil. Also ich verstehe nicht ganz, wann genau diese Erde kaputt geht. Ich meine, wir springen da ja eigentlich drauf. Die ganze Zeit, wenn wir von der Seite reinlaufen. Weil wir immer hier von einer Stufe weiter oben reinspringen. Aber irgendwie geht das manchmal trotzdem nicht kaputt. Das verstehe ich noch nicht so richtig, aber gut. Ich muss ja nicht alles verstehen. Ich verstehe zwar gern alles, was ich mache, aber... Das schaut doch wunderbar aus.